Das ist Randy's Donuts. Und ihr wolltet, dass Randy Randy's Donuts testet. Also waren wir in L.A. und haben Randy's Donuts getestet. Und wie Randy's Donuts Randy geschmeckt haben, ich weiß nicht mal selber, ob die für mich... Erfahrt ihr in diesem Video. Doch bis dahin, schnappt euch Popcorn, genießt diesen Mega-Vlog aus L.A. Viel Spaß bei Folge Nummer 4 aus L.A. We in L.A., baby! Ist das Cody? Mit Brad Pitt, Bruder? Auf! Das sieht aus wie bei Mr. und Mrs. Smith. Ladies and Gentlemen, willkommen in Brandwood. Wir werden jetzt uns das erste Mal ein Garage Sale anschauen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Do they say Garage or Garage? Garage, here. Right here? We got everything. We can start a band, we can start a gym, we can start a carpet dealership. This is our first time seeing a garage sale. Really? We are from Germany. From Germany? Nice to meet you. Gia. You guys live here now or? No, we're just here for vacation. These are my boys too. Randy, nice to meet you, bro. Randy. Die Jungs waren auch in München feiern, im Neuraum und im Blitz. Ich sag dazu nichts. They have some nerve guns too. Glizzy. Perfect. Einfach so. Alte DVDs, ganze Box für $30, Leute. Straßenkreide, Kuscheltiere, Hüte, ein Bett einfach. Dieses Fahrrad da hinten, sag ich ehrlich, würde ich kaufen. Wow! That's the aim. No bullets in here. Fires. Damn! For the bullet. He's selling it like a real gun. Yeah. Egal wie alt du bist, ab da wenn du den Nerf Gun in der Hand hast, wirst du wieder zum Kind. Schau den Typ an. Bro! I'll be lit. Concert with Who our is friends. The DJ? One of our friends. Ah, and you play by yourself? Yeah. When? Next week or Next Tuesday? Next Tuesday. Die Jungs haben auf jeden Fall so eine eigene Party, die sie machen, und wir gehen dahin. With some girls for Randy too, maybe. Ratet mal, wer nicht auf die Party gegangen ist. Reitergösch. Verzeih mir, Papa, ich wurde kein Fußballer. Hopfen und Malz verloren. Wieso? Wo ist es? Wir gehen zum US Tennis Open und dann gehen wir zum US Surf Open. Wer wird da so alles antreten? Ein Typ aus Deutschland, so ein Rotkopf, ein Rotbart und dann noch so ein Halfcast aus Deutschland. Ihr seht, mein Outfit ist heute Tennis. Perfect. What do you say about my technique for tennis? Not good. Not good? We're going to play tennis too? I thought so. Wie viel Erfahrung bringst du im Tennis mit? Minus 4 Jahre. Perfect. Wir sind ja schon ein paar Tage in L.A. und eigentlich hatte ich vor, noch so ein paar Sportvideos zu drehen. Problem ist, Randy hat sich seine Kniescheibe verletzt in Vegas, als wir komplett betrunken gedacht haben, dass wir im Hotelzimmer Parkour machen müssen. Stuff happens. Okay, you're 20, I'm 20. Yeah, ain't shit sweet, ain't shit funny. Look, it's blue tints on my hundreds. Life been going how I want it, yeah. Life been lit just how I want it, yeah. Shaka. Also ich finde Surfer ziemlich cool, aber diesen Move feiere ich gar nicht. Jake ist halt einfach wirklich so 100% California. Er ist Drummer in einer Band, surft und hat früher auf dem College Football gespielt. Was habe ich gemacht, Digga? Bei Grünwald Abwehr. What the f***? White Macadamia, Crumble Rump, Dragon Fruit Chocolate E, Super Punch, Fruit Punch Power, Frappuccino. Grande Strawberry Acai Lemonade. Grande. Grande. It's the medium size. Ich zeig den Jungs mal, wie man richtige Aufschläge macht. Das ist doch unfair. Manche Kinder wachsen so auf, Bro. Was ist München gegen das hier? Ich habe diese Pflanze noch nie in meinem Leben gesehen. Wenn du in einer guten Gegend aufwächst, ist es nice. Ja, ja, stimmt. Genau, die Chance ist aber auch hoch, dass du in einer schlechten Gegend aufwächst. Boah. Das ist crazy geil, oder? Oh Mann, Alter. Say it again, but say you're insanely good. I'm insanely good at tennis. Ich bin besser als Jake auf jeden Fall. Kannst du spielen, oder was? Bruder, bin ich der Einzige, der nicht kann. Ich habe locker 4 Jahre im Verein gespielt. Sie im Land. Hang, hang, hang! First one for me. Weißt du, was ich meine? Tiger Woods is playing tennis. This is not good. Oh. Uff. Oh my God. Ey, ich sag's so, wie es ist. Ich bin gemacht für diesen Sport. Bro, I'm made for this, bro. I'm different. Wie heißt der? Federer? Nee, Nadal. Beide krass, gell? He goes by Randy Williams now. Oh!
Er spielt den ersten Aufschlag, den ersten spielt er fest und den zweiten spielt er dann sicher. So werde ich es nicht machen. Jake, what's your game plan now? I just need to hit the ball, make sure he doesn't get it. I'll be square. Sponsored by Nike, how is he doing? Nike, meldet euch. Thank you to everyone that believed in me. Der Punkt geht auf jeden Fall an den Kelly Boy. You, that first game, I was scared. Yeah. But I've been a pro like 2.5 years ago, you know oh, what really? I mean? I played in Olympics Open no way. In Australia. Kreuzbandriss in der Schulter. Fertig. Eine Stunde. The boys, y'all must be out there scouting bikinis. Doing that too. That's the main job. Where are you guys from? Germany, but he's from here. I live here. What oh, part okay. of Germany? South. Munich. Munich? Yeah. Schöne Stadt. Again? It's a schöne Stadt. Schöne Stadt, yeah. Der Bruder hat einfach gerade noch ein Auto gebraucht. Ja. Ladies and gentlemen, willkommen am Venice Beach. Das Ding wollte ich schon immer sehen, ladies and gentlemen. Das ist das erste Mal, dass ich auch hier bin. Day training. Das ist das erste Mal, dass ich am Strand bin. Ich glaube, du musst da jemand retten, Nico. Da kannst du doch nur noch F***nus kriegen, Alter. Wow! Oh! 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 How is it? Ab geht's mit der ersten Surf-Session. Ich kann mit der Kamera nicht so weit reingehen. Ob es wirklich Surf-Content gibt, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass es keinen gibt. Also es hat sehr Spaß gemacht, aber es ging nicht viel. It was good. It was all windy, so the waves kind of... The waves were kind of shitty, right? Yeah, it was just blown out. That was also the reason why I couldn't make it. They just had... There's no power. I need like 7-meter waves then. Ihr seht richtig, Ladies and Gentlemen, wir werden uns jetzt sowas von Pizza reinschieben. Wir wollten eigentlich zu In-N-Out, aber wir haben schon locker 9-mal In-N-Out gegessen. Wir sind nur kurz, um den Magen zu beruhigen. Dude, I could eat like 5 pieces right now. I could eat. Hey, nimm. Wie geil auch das ist, oder Leute? Einfach kaltes Wasser. Immer für jeden for free. We got a grandma piece, we got a potato piece, we got a margarita and we got a pepperoni, guys. Well, how is it? So good? Right now, 10 out of 10. Ladies and Gentlemen, wenn ihr hierher kommt, diese viereckigen Pies sind auf jeden Fall ein bisschen besser als die hier. Nur wenige Minuten später. Rolling, 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 got me stargazing. Sorry. 20 Minuten später, herzlich willkommen bei In-N-Out. Meint ihr, dieser Bizeps kommt von irgendwo? Der kommt von In-N-Out. Welcher Bizeps du Lauch? Get down on it, get down on it, get down on it, get In-N-Out. Boah, das Sign ist aber richtig schön hier. One chocolate milkshake, one double-double, animal-style with chilies, one vanilla shake, raw onions too. Oh my. Weißt du, was? Das Ding hier, bestes Getränk. Das ist die beste Zero-Limonade, die ich in meinem Leben getrunken habe. Fuck, dass sie wirklich Zero ist, macht die schon sehr gut. Schau die Ruhe selbst. Thank you, sir. Really appreciate it. So, Kinder. Wer hat was? Also, wir haben eine schöne Bestellung gemacht. Chop Chili und Animal Style, also komplette Granate einfach. Wann haben wir die Pizza gegessen? Vor 20 Minuten ungefähr? Ja, aber es war Frühstück. Ah, okay. Oh, das macht mich immer wieder glücklich. Bro, es ist der beste Burger. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Sorry. That's okay. Love you, bye. Double, double. Aber ohne Chop Chili, dafür mit Tomate. Classic. Das erste, was du in LA isst, ist ein In-N-Out-Burger und das letzte, bevor du gehst, ist ein In-N-Out-Burger. Mein Call ist Raw Onion, Animal Style, Chopped Chilies. Jake, How you been doing, bro? Not good, my car doesn't really work that well, so it kind of sucks, but yeah. I have a chocolate shake, so... You like the chocolatey thing, right? Want some? What the f***? Diese Stadt ist einfach, das ist doch so unfair. Ich will einfach nur hier ein Date haben mit meiner zukünftigen Ex. Jake, do you even know how lucky you are to live here? Yeah. Are you rattlesnakes? Yeah. God damn. To
Travis Scott lebt einfach da hinten irgendwo. Travis! Was diese Goosebumps? Goosebumps every time. I get goosebumps when I stand here. Thanks, Randy. Randy, we're always putting Thank you on a good coming. Show. This is fun. Thanks for everything. This gets sentimental right now. Man, this is sad. This is sad, bro. I have to move here. Yeah, you guys should move here, for real. Yeah. I mean, for real. That'd be fun. But bro, you should move up here. 2 Stunden später. Darf man das nicht zeigen? Wir haben doch allen erzählt, dass wir in einem 5-Sterne-Hotel in Beverly Hills leben. Ich zeige euch mal mein 5-Sterne-Hotel in Beverly Hills. Luciano hatte eine Mansion und sowas, ja? Ich hatte hier so. Die Frage ist einfach, ob seine Menschen Basketballkorb. Ich glaube nicht. Auf ein allerletztes Mal in L.A. Das wird auch das letzte Video bei mir auf dem Kanal. Aus L.A. Ey, ich weiß nicht, wie viele Leute mir den Merch, den es von Randy's Donuts aus L.A. bei Zara in Deutschland gab, geschickt haben. Und ich sage euch ehrlich, ich war da noch nie. Wir werden sie heute essen. Ihr habt es euch gewünscht, wir machen es jetzt. Timothy Tillman! How you doing, my brother? Hast du schon mal gegessen? Nein. Noch nie? Ich bin sehr aufgeregt. Ich weiß nicht, ob es die einzige Filiale ist, die so gesagt 24/7 offen hat. Das ist auf jeden Fall die originellste. Wir sind hier auch in Inglewood in der Hood. Das ist ein bisschen Hood. Da ist auch direkt dieses Welcome to Inglewood Sign. Hier ist eigentlich nur ein Drive-In. Du kannst nicht reingehen. Also du kannst nur Takeaway nehmen, was sehr, sehr geil ist. Irgendwie ist es doch auch von Most Wanted inspiriert, oder? Nicht für Speed Most Wanted. Der ist ja riesig, dieser Donut, Alter. Und also ja. Geschmäcker. Es gibt Cineminis, es gibt Fruit Loops, es gibt sehr, sehr viele. Ich muss jetzt als allererstes mal sagen, dieser Donut wurde mir als Foto geschickt, aber der ist 5-mal größer, als ich mir vorgestellt habe. First of all, yes, my name is Randy. No, is there anything special when my name is Randy? No? Alright, okay. I tried at least. Can we get one chocolate twist? What's she taking, fam? I need a Fruit Loops race, bro. Magst du Fruit Loops, die Cornflakes? Yeah. Oh mein Gott! Wir hätten so viel Wasser gebraucht. Willst du noch eine Box? Wir haben 12 Donuts bestellt, das werden wir nicht mal schaffen. 1, 2, 12? Ja, okay, geht. Jeder 2, es geht eigentlich easy. God damn. Ladies and Gentlemen, auf jeden Fall wird hier auch direkt das Zeug gebacken. Über den Weg wird dann da reingebracht. Das Einzige, was jetzt wichtig ist, dass diese Donuts 10 von 10 schmecken, weil wenn da schon mein Name draufsteht. Yeah! Auf jeden Fall merkbar größer als von. Von den Krispy anderen. Kreme und so, die sind schon hoch. Der ist eine Wolke, ich sag so wie es ist. Egal wie die so weich werden, aber die sind einfach Zucker. Die sind einfach perfekt wolkig innen. Du beißt Wolke, du hast Teig, Mantel und Wolke innen. Ich will auch behaupten, das sind die besten, die ich je gegessen habe. Der Teig ist ein bisschen interessanter, da ist ein bisschen mehr. Das heißt nicht umsonst Randy's Donuts, Bro. Oh wow, that is really good. Mm. Small Bites. Große Klappe, aber Small Bites. Yeah. But we gotta have the bite on camera. Beste Reaktion. 9.7. God damn. Is it better than Krispy Kreme? Or? Yeah. Das ist richtig ich muss sagen, ich liebe schon Krispy Kreme. Bro, du liebst mich ja auch ein bisschen, oder? Ja. Yeah. Okay. Ich hab dich schätzen und lieben gelernt, deswegen. Der hat mehr Teig. In Lukas' Sprache ist teigig. Teigig. Schmeckt schon gut. Ich komme nur immer wieder zu dem Schluss, wenn ich mir so eine ganze Box an Donuts kaufe, dass die Original Glazed einfach am geilsten sind. Danke, mein Freund. Ich will jetzt nicht sagen. Ja, ist egal. Hey, aber ja, ist so. Geil. Hey, auch chill doch ein bisschen. Hallo, bisschen. Ich habe noch gar nicht gegessen. Wir haben einen Cinnamon Crunch Donut. Der Teig, sag ehrlich, der fühlt sich immer sehr weich an. Kann der was? Und da stellt sich wieder raus, der ganz normale, klassische Donut, Sugar Glaze, ist der beste. Das ist der, Bro. Das ist der, oh mein Gott. Die ballern hier so crazy. Das ist so, so krank lecker. Egal was, es ist einfach krass lecker. Habt ihr noch eine Note vergeben, ihr beiden? 1-. Also ich orientiere mich jetzt an dem besten Donut, den ich heute gegessen habe aus dieser ganzen Kiste. Und dann gebe ich auch eine 9,7, so wie Jake. I'll give it a 9. Du kannst auf Deutsch sagen. Meine Zuschauer, ach, ja, die können zwar Englisch, das sind gebildet Menschen. Gib der ganzen...
9,3. Ich gebe eine 9,5. Ich weiß nicht mal selber, ob die für mich jetzt besser waren als die von Krispy Kreme. Die sind super lecker. Ich würde sie immer wieder essen kommen. Und natürlich steht da auch mein Name drauf. Gute Nacht, like in Ebony. Aber egal. Und hey, ich liebe euch. Ich liebe euch. Nächsten Tag. Ladies and Gentlemen, es ist vorbei. Wie viele Tage waren wir hier, Jake? 21. Es geht los nach New York. New York? New York. Kann ich mal New York aussprechen? New York. New York. Komischerweise, jetzt kommt die Sonne raus, wo wir gehen. Die ganze Zeit war es cloudy, aber... Ja. Oh Mann, wir haben ein paar geile Videos für euch auf jeden Fall gedreht. Nicht nur ein paar, sondern einige. Eins muss ich sagen, Ladies and Gentlemen, ich bin wirklich traurig. Diesen Jungen werde ich hart vermissen, Alter. Ich hoffe. See ya, boy. Hey, bro. Keep it up. Oh, I will. Hey. Was ihr nicht ganz mitbekommen habt, ist, wir haben Nico heute um 4.30 Uhr, 5 Uhr zum Flughafen gefahren. Bei ihm heiratet jemand in der Familie, so viel kann ich sagen. Genau, deswegen konnte er leider nicht mehr mit nach New York. Wir sind gerade wirklich 40 Minuten durch den Flughafen gelaufen, auf der Suche nach einer Lounge im LAX-Flughafen. Wir haben keine gefunden irgendwie. Also keine, wo man mit dem Priority Pass rein kann. Das ist richtig anstrengend. Zweimal Burritos geholt, fertige. Und Lukas holt noch zwei Sandwiches bei Wolfgang Puck. Ich werde den Burrito zuerst essen und Wolfgang Puck sein Sandwich werde ich im Flugzeug essen. Like the end of the cocktail. Like the hard part almost. Yeah. Sieht super aus. Ich sag so, wie es ist, das wird besser sein als Puck Sandwich. Buffalo Hot Sauce ist wie ein Cheat. Und damit schmeckt alles. Wolfgang Puck, wie schmeckt's? Gut? Geht. Lieber zwei Raps nehmen sollen. Herzlich willkommen auf dem Flug nach Newark. Wir waren ja schon in Newark, ich sage euch so, wie es ist. Ich will einfach nur in diesen Stuhl und schlafen. Randy, can I open this one? Okay, dope. Congrats, guys. Can we have a ride? Yeah, have a seat. Perfect. To the baggage claim. Yeah, have a seat. Thank you, sir. Für alle Leute, die das nicht wissen, wenn diese Homies hier rumfahren, überhaupt auf der ganzen Welt ist es so, die sind nur dafür da, man muss sie nur fragen. Thank you, sir. Have a nice. Thank you, thank you. Bye bye. Thank you, sir. Appreciate it. Natürlich, wenn die einen fahren, kann man ein kleines Trinkgeld geben, Leute. Das gehört sich zum guten Ton. Uber hätte 140 gekostet, Lift kostet jetzt die Hälfte. Und wir hatten ja geschaut, also bevor wir die Koffer hatten, waren es bei $63. Nachdem wir die Koffer hatten, eine Stunde später, war es bei $138. So alles unter dreistelligen Bereich kann man irgendwie noch rechtfertigen. Ja, ja. Bis 90 Euro würde ich sagen. Hast du es auch? Ja. He's struggling. Zu leid. Ich habe mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich muss zusehen. Boah. Also, oh, good. Keep going. Yeah! Wow. Rub his back. Rub it real. Mama hat es. Warte. Nein, einer von euch beißen geht, Alter. Ich schwör, da dieser Toilette. Yeah, all